Moin Moin ihr Lieben, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der FM 2019 Karriere hier mit Jan und Mike. Hi. Hi Leute. Und der Mike hat gleich sein Spiel, er ist ja Trainer geworden von Mainz, jetzt gleich gegen Bayern. Also wer das Spiel sehen will, der klickt einmal oben unter dem i auf seinen Kanal und kann sich das Spiel angucken, kommt danach wieder fleißig hier rüber und natürlich ist auch der liebe Jan da verlinkt. Dann würde ich sagen, let's go. Go, go, go. Gut, in der letzten Folge lief es auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Pokal sind wir zwar rausgeflogen, aber sonst zwei Siege geholt. Ich bin gespannt, ich gehe ja mit sehr, sehr geringen Erwartungen in die Spiele rein. Von daher hoffe ich auch hier darauf, dass wir einfach nur nicht untergehen. Ein Unentschieden wäre schon mal echt gut und ein Sieg wäre natürlich überhammer, heftig, mega geil. Aber wie gesagt, wenn wir schon mal nicht untergehen, auch wenn ich hier 1-0 verliere, sage ich, naja, okay, passt schon. Mit meinem neuen Spieler Holtmann. Und, oh! Boah, ey, dadurch, dass Düsseldorf gewonnen hat, ist Gladbach einfach auf dem Platz 17, auf dem direkten Abstiegsplatz. Was für Bongos. Micha, du musst mal gewinnen, ansonsten bist du bald auf dem Regionalabstiegsplatz. Nicht hin. Aber ich habe auch zwei Spiele weniger als die anderen. Eben, zwei Spiele, das ist ja schon krass. Das stimmt. Oh nein, er hat die fünfte gelbe Karte abgeholt und fehlt gegen Jan. Na klar, weil Leute, in der heutigen Folge spiele ich auch noch gegen Hertha BSC. Ich habe nicht gewonnen, nee, 1-1. Schon schwach. Wenn man auf Platz 5 ist, ist das schon schwach. War da auf Platz 6. Ja, schon schwach. Ich hab als 13. gegen die gewonnen. Boah, ich bin 12. Vielleicht gewinne ich auch gegen die. Oh! Ex-Tsunali! Was war das für ein Jubelschrei? Ich weiß es nicht, aber... Mann, warum kriege ich hier keine Currywurst? Weißwurst, das ist auch gut. Mit der Brezen. Leberkäs. Komme ich voll Hunger. Ja, jetzt einfach abpfeifen, hallo. Oh, gelb. Oh, das boah, ich habe den Zuruf gemacht. Vom Stadion aus, von der Tribüne. Ein Zuruf. Leute, was hier los? Wir führen zur Halbzeit. Selbst gegen die Bayern. Wenn wir hier wenigstens Unentschieden rausholen, dann wäre ich immer noch ungeschlagen in der Liga. Das wäre schon. Vorgeschwächt. Ja, also Leute. Müssen pushen. Hoffentlich ohne noch weitere gelbe Karten. Wobei ich lieber gelbe Karten in Kauf nehme, als hier zu verlieren. Und rote Karten. Ja, für Bayern. Nee. Und Verletzung, also... Was bist du für ein Asozialer, Alter? Ja, Mainz kriegt man hier rote und gelbe und Verletzungen und nein, alles. Natürlich nicht. Sterbt mal bitte. Ja, ganz sportlich. Ja. Ne? Der Jan haut schon so Sachen raus, ne? Indirekter ja, Freistoß, Regionalabstiegsplatz. Oh, fünfte gelbe Karte der Saison. Halt doch die Sehr Sonne. Gut, Öztunali, der Torschütze, das ist schon mal schön. Ja, aber den wollte ich eher ersetzen, weil... Ja, wirklich. Da, ich habe noch einen viel besseren Spieler da drüben, der verletzt ist und der müsste durch die Länderspielpause dann wieder der Back sein, Alter. The Back. Ich meine, Öztunali war echt gut in den paar Spielen. Geh weg, nein! Oh. Hallo, dein Mull! Der war schon echt gut in den Spielen, aber ich glaube, der andere ist noch krasser. Alaba. Nein. Alaba. Konter. Mann, nee, das war... Ja, klar, muss man pfeifen, oder? Eigentlich müsste das indirekten Freischuss geben. Ja. Adlea. Hat's doch. Ja, ich weiß. Hä? Jetzt! Ja, was ist hier los? Und Öztunali mit der Vorlage und der darf nicht spielen. Kann sich Matea nicht auch Mateta. Irgendwie... Ja, genau. Kann der sich nicht auch eine rote Karte abholen? Hä, wieso gewinnen wir gegen Bayern? Was ist hier los? Ja, ich sag doch so... Ich gewinne einfach alles Bundesliga. Jetzt. Ich bin immer noch ungeschlagen. Ich mach mal alles platt. Ja, und er sagt so, ja, werde ich von euch gefeuert oder so? Und ich so sag so, nee, du gewinnst die Bundesliga. Und hä, das war ein Joke, dass ich gefeuert werde.
Ja, nee. Aber das mit mir, dass du die Bundesliga gewinnst, war kein Joke. Ja, so, ja, nee. War ein Joke, ja, nee. Hallo? Guck mal, ich wechsle jetzt Öztunali aus. Obwohl der da eigentlich gar nicht hinpasst, den ich gerade eingewechselt habe. Aber ist egal. 5-0, sag ich. Ich brauche noch ein Tor, dann ist meine Tordifferenz wieder auf 0. Jetzt gerade bin ich noch bei minus 1. Du bekommst gleich einen 10-Jahres-Vertrag angeboten. Bis ich sterb. Lebenslänglich. Sie dürfen dich nicht rausschmeißen. Hm. Oh, Alaba schlägt sehr starke Flanken. Er müsste gedeckt werden. Er müsste verhindert werden, ja. jetzt hat noch Rames Rodriguez geschlagen. Ja, einfach geschlagen, wie so links, rechts im Boxen, Alter. Zack. Boah, der kriecht da draußen. Ribéry. Rip-Rob. Oh. Ah, verpiss dich. Oh. Ja, kein Gegentor. Alaba und Ribéry. Du meinst mit seinem richtig starken Täuscher Adler. Ja. Ach Mann. Oh, ganz knapp hier auch wieder. Oh, 9. gelbe Karte. Elfmeter. Oh. Yo, Leute. Glückwunsch. 2-0 gewonnen. Ich hab richtig getippt. Was ist hier los? Läuft's plötzlich wieder oder was ist hier? Wahrscheinlich kommt Jan und nach Jan geht gar nichts mehr. Und ja, jetzt kommt gleich halt das leichte Spiel gegen Berlin. Hm. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, es kann nicht nur an Gladbach gelegen haben, weil warum läuft's jetzt so gut? Ich meine, es kann nicht nur an mir gelegen haben, meine ich. Es muss auch an Gladbach gelegen haben. Weil, warum läuft's jetzt so gut? Das verstehe ich nicht. Ich mache ja nicht wirklich viel anders. Gladbach absteigen lassen. Ich mache ja nicht viel anders. Naja, egal. Gladbach ist auf jeden Fall scheiße, die steigen ab. Und wir sind auf Platz 11 jetzt zwischenzeitlich, je nachdem wie die anderen halt spielen. Ich kann jetzt erstmal relaxen, bei den anderen reinschauen und danach spielen wir gegen Hertha BSC. Ja, gegen wen musst du spielen? Also und Leute, wir spielen alle Wolfsburg gleichzeitig. Ja, hier, Hertha gegen Mainz und Wolfsburg gegen Bremen. Hui, ja, das wird super. Das wird krass. Bei mir sind zwei verletzt. Super, es sind welche Unzufrieden, die gar nicht bei mir sind, sondern Nürnberg, bei anderen. Bitte gewinnen. Ja, genau, gegen Leipzig, oder? Nein, Freiburg verkackt, bitte, hallo. Nein, Nürnberg nicht gewinnen. Ich brauche ein bisschen Puffer. Auf Nürnberg? Was? Ja. Nein. Ja, Leute, wir haben ein bisschen ein personelles Problem, was wir in den letzten Folgen immer schon hatten. Ich weiß auch nicht, wie wir das jetzt lösen. Ich zeige euch auf jeden Fall gleich, wenn ich fertig bin, was ich gemacht habe. Fuck! Eigentlich ganz okay aus. Fuck! 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 Gegen fuck! Fuck! Ma, was soll ich jetzt machen? Was nein! Denn? Warum ist dieser Spasti nicht fit geworden? Mann! Ich hab ja Öztunali, der jetzt gesperrt ist, und ich hab ja echt gehofft, dass mein Spieler hier noch fit wird. Der hier. Und ja, der hätte auf die Position natürlich perfekt gepasst. Jetzt ist er nicht fit. Öztunali kann ich nicht spielen lassen. Für die Position habe ich keinen anderen. Und die Position ist in der Aufstellung essentiell. Würde ich jetzt mal behaupten. Wolfsburg, wenn ich irgendwas einstelle, dann mache ich das immer so. Ja! 1-0. Was ist da los? Ah, ein Eckballtor hast du doch noch nie erzielt. Was ist das für eine Verarsche? Könnte immer ein erstes Mal geben, ne? Oh, ich bin übrigens jetzt gerade vor Bayern München. Ja. Danke, dass ihr gegen Bayern München gewonnen habt. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich mag euch. Ja, ich hoffe, dass ich auch gewinne in diesem Spiel. Oh ja, Kruse! Mainz verteidigt dann mit 10 Spielern mindestens. Ja, das ist halt die Taktik, Alter. Oh nein. Oh Jahrstein ist so ein geiler Typ. Mann, aber das ist voll nervig, dass mein rechter Flügel, der Öztunali, nicht da ist. Du hast doch gerade noch gesagt, das ist nicht so schlimm. Ja, weil der andere fit werden sollte, aber jetzt steht da, ja, nimm morgen wieder am Training teil. Ah.
kann man ja trotzdem spielen lassen. Soll ich dann gleich nach 25? Nein, kann man nicht. Ohne Training. Nein, es steht rot Fitness. Ach ja, pff. Ist nicht zum Spiel bereit. Kein Bock. Oh, dicker Patzer von Pavlenka. Wolfsburg führt mit 1-0. Ja, auch da läuft's nicht, Bombe. Kann ich auch ein Eckballtor machen? Ja, kann ich offensichtlich. 1-1. Was? Was ist das für ein Cheat? Ich weiß es nicht. Heute ist Eckballtor-Tag-Cheat. Oh, jetzt bin ich wieder auf Platz 5. Oh, da hat auch mal ein Abwehrspieler ein Tor gemacht. Ja, mir auch. Was ist denn hier los? Wow! Ansonsten sind doch die defensiven Mittelfeldspieler immer für die Tore verantwortlich. Aha. In der Halbzeit. 1-0 hinten. Oh, was? Adler! Das gibt's doch nicht! Was ein Tier, Junge! Adlea! Ach Gott, Insider. Leute, müsst ihr bei mir vorbeischauen. Warum machen die immer solche 20-Meter-Einwürfe, Alter? Meine Taktik, Alter. Das ist voll behindert, Alter. Ich mach damit 10 von 10 Tore. Was? Komm, mach mal hier Tor oder so. Ja, was war das für ein Scheißpass? Mateta! Oh. Ist hier nicht wirklich Land. Er wirft einfach immer so 30 Meter rein. Kennt überhaupt nichts. Wieso kann der das überhaupt? Ja, Muskelkraft vielleicht? Ja, Muskeln. Kenn deine nicht. Nee. Ja! Nein. Ja, Adelea! Adelea! Krasser Typ, das ist halt echt ein Tier, weil es ja ein Adler ist. Alter. Jetzt werden die Sprüche so schlecht. Und es ist auch noch ein Vogel, weil er. Mainz direkt gefeuert werden. So, Leute, ihr dürft gleich eure Taschentücher holen. Er fliegt auch noch, weil es ein Adler ist. Er fliegt da im Tor. Ach, komm. Boah, guck dir diesen Zuruf an, ey. Guck dir meinen an. Dein Abbas ist so ein bisschen erschöpft, würde ich sagen. Und Maxim auch. Wie soll denn die zweite Halbzeit aussehen? Hä, ich hab gar nicht auf die Fitness geschaut. Ich hab echt nicht drauf geschaut. Ja, yo! Ja, pff. Das ist ein Freistoß, ist es. Ein indirekter. Ja, stand im Abseits, glaube ich. Immer noch 1-0 für Wolfsburg. Es ist nur noch eine Viertelstunde zu spielen. Würde mal so richtig abgehen, wenn wir ein Tor schießen. So, Halbzeit. Ich habe fast doppelt so viele Schüsse. Ja. Und ja! Fast doppelt so viele. 10 zu 7 ist fast doppelt so viele. Ja. 4 zu 4 aufs Tor. Doppelt so viele, oder? Erkler! 1 zu 1. Meinen herzlichen Glückwunsch. Läuft bei dir, ja? Ja, voll. Ja, nee, so, freut mich ja. Das ist super. Zweite Halbzeit, los geht's hier. Weiter. Ist doch gut. Nix gibt's. So, 5 Minuten Nachspielzeit. Ach du, es kann nicht gut gehen. Wir machen erstmal nicht weiter. Kein Bock. So, jetzt einen Ball holen und kontern. So wollte ich das. Und jetzt ab nach vorne. Gib ihm. Mike, was machst du? Ja, ich musste doch den einen Spieler wechseln. Ich musste ein bisschen gucken, wie ich das jetzt taktisch in anstelle. Die Mitte. In die Mitte. Taktisch. Mach den doch rein, Mann. Ah, das war gut. Oh. Direkt am Anfang der Halbzeit ein Zeichen setzen. Und nochmal Eckball. Jetzt komm. Oh, schießt ins Tor. Der war drin. Ah, super. So, das war's. Was ist denn hier mit den Ecken los? Ja! Yeah! Das ist doch voll Führung! Die Scheiße, Alter. Stürmertor. Der hat gleich meinen defensiven Mittelfeldspieler eingeholt. Ich glaube, der hat 8 Tore oder so. Unentschieden. Ja, es läuft ja gerade noch der 36. Ich kann es ja noch gewinnen. Ja, klar. 3-1. Yes. Ich verstehe das nicht. Das war ein richtig guter Kauf. Und es war kein Eckballtor. Das ist einfach Betrug. Ich glaube immer noch, dass du cheatest. Ja. Da ja auch letzte Folge schon gesagt. Du hast schon dreimal gewechselt? Ja. Wollte auch mal machen.
Ja, du drückst halt immer Pause. Ja, weil ich währenddessen nicht will, dass irgendwas passiert. Naja, auf jeden Fall haben wir ja trotzdem gegen Bayern gewonnen und mehr Punkte geholt als gedacht. Sieht's auch richtig gut aus. Mehr Punkte geholt als gedacht. Ja, sieht nicht gut aus, weil Freiburg tatsächlich gegen Leverkusen gewinnt oder gewonnen hat. Echt? Geil. Das ist halt für mich nicht so gut, weil die in Reichweite waren. Komm schon! Ja! 4-1, das verdiente Tor! Ja, klar! Ach, ich mag dich jetzt nicht mehr. Langsam hat Berlin auch gelernt, wie man Tore schießt. Das ist ja unglaublich. Das zerstört meine Tordifferenz. Ja, du hast den ganzen Tag wieder aufgebaut. Ja, das kann eben. Ja nicht viel kaputt machen. Ich war fast auf 0 wieder. Jetzt bin ich auf minus 4. Arschloch. Ich bin auf plus 16 jetzt. Dank dir. Danke sehr, Mike. Zweimal hast du mir geholfen. Sieg 4-1, jawoll! Ja. Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass ich also in dieser Folge 6 Punkte gar nicht mitgerechnet. Du hackst. Ich habe mich auch schon darauf eingestellt, dass es sein könnte, dass ich mit 0 Punkten ausgehe. Aber nein. Ja, ich werde ab jetzt werde ich noch mehr gegen dich sein als bisher. Wieso? Schon. Ich war davor immer für dich. Ich mag dich jetzt nicht mehr. Ich habe nichts gemacht. Ich habe deine Spieler nicht verletzt. Nichts. Ich habe nichts gegen dich gemacht. Nee. Doch, vier Tore Platz, geschossen. Bessere Tordifferenz verkackt. Bayern München. Traurig. 8 Spiele das in Folge ich ohne Sieg. Gut. Ja, aber 1-1 gegen Wolfsburg ist doch okay. Dadurch habe ich 6 Punkte Abstand auf Wolfsburg. Danke sehr, Micha. So, Leute, das war's mit dieser spannenden Folge. Wie die anderen Partien, außer die jetzige, die ihr gerade hier auf dem Bildschirm seht, aber wie die Tore gefallen sind, das könnt ihr bei den anderen gerne nachschauen. Wir haben es geschafft, einen Punkt zu holen. Ne, 2 Punkte. Ne, 1 Punkt. Ich weiß schon nicht mehr. Auf jeden Fall, ihr habt jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, die anderen sind unten verlinkt und oben unterm i-Kasten. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, haut ihn rein. Man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann. Bye-bye. Ciao, ciao.